Wenn du Interesse an einer Brustvergrößerung hast, dann gehen dir wahrscheinlich extrem viele Fragen durch den Kopf. Du weißt, dass es so viele Themen gibt, die dabei interessant sind. Das heißt, das geht von der Form der Implantate, von der Art der Implantate, über die Position vor, hinter dem Muskel, wie groß darf es maximal sein, was für ein Ergebnis kann ich erwarten. Und all diese Fragen werden dir durch den Kopf gehen und ich versuche in diesem ausführlichen Video einmal alles zusammenzufassen und dich von A bis Z durch den Beratungsprozess und durch den Informationsprozess mitzunehmen. Am Ende vom Video werde ich dir auch noch zwei Checklisten mitgeben, dass du einmal den Arzt und die Klinik dir genau aussuchen kannst und dabei anhand von der Checkliste auch schauen kannst, wer für dich in Frage kommen könnte. Viel Spaß bei dem Video, bleib dran bis zum Schluss. Hallo und herzlich willkommen im YouTube-Kanal der Doro-Klinik. In diesem Video gehe ich mit dir den kompletten Beratungsprozess mit allen Informationen durch und erzähle dir alles, was für das Thema Brustvergrößerung wichtig ist. Wir fangen an damit, bei diesem Thema zuerst einmal zu überlegen, welchen Wunsch hast du eigentlich? Denn der individuelle Wunsch kann ganz unterschiedlich sein. Es gibt Patientinnen, denen geht es nur um den Volumenausgleich, wenn die zwei Brüste unterschiedlich sind, um die Formanpassung. Manche möchten nur ein kleines bisschen mehr haben, andere möchten sehr viel Volumen haben. Es kann also ganz unterschiedlich sein. Auch, wie soll das Dekolleté sein, wie hoch soll die Brust sein? Alle diese Fragen sind wichtig und manchmal geht es auch noch um Nebenproblemchen sozusagen, die Anpassung der Größe von der Brustwarze. Oder zum Beispiel, dass auch noch zusätzlich Schlupfwarzen vorliegen. Also was kann vorkommen? Die Größe von der Brust, vom Ergebnis, das ist natürlich die Hauptfrage, die unsere Patientinnen beschäftigt, wenn sie zur Beratung kommen. Und ich habe jetzt hier zwei eher plakative Beispiele mal dargestellt. Das heißt, so eine relativ kleine Vergrößerung nur, die für viele Patientinnen genauso gewünscht ist, weil sie sagen, ich bin mehr sportlich, ich möchte gar nicht so viel Gewicht mit mir rumtragen, mir reicht es schon. Oder aber eben andere Patientinnen, die es wirklich möglichst üppig und möglichst groß haben wollen. Welche Vorteile es gibt von beiden Methoden und vor allem welche Grenzen es gibt, das werde ich dir in diesem Video auch erzählen und was für Risiken auch dabei bestehen. In der Beratung ist es ganz wichtig, dass dir alle diese Sachen erklärt werden, dass einmal die ganzen allgemeinen Themen dabei abgehandelt werden über die Arten von Implantaten und eben wie das gemacht wird, die Narkose, den Klinikaufenthalt und so weiter, aber vor allem, dass auf deine individuelle Situation in aller Ruhe eingegangen wird. Natürlich sollst du in dem Beratungsgespräch auch Vorher-Nachher-Bilder sehen und sollst dabei auch informiert werden, was denn überhaupt möglich ist, was für verschiedene Fälle es gibt, um dir zu erklären, so etwa, was bei dir an Ergebnis zu erwarten ist. Du möchtest natürlich gerne solche Vorher-Nachher-Bilder sehen, wie da oder auch da, um dir vorstellen zu können, was geht. Aber im Endeffekt viel wichtiger ist deine Situation, denn wir erleben ganz häufig Patientinnen, die uns Bilder zeigen aus Instagram oder aus den Medien sonst und sagen, genau so möchte ich meine Brust haben. Aber es kann sein, dass gerade die Patientin komplett andere anatomische Voraussetzungen hat und dass man aus dem Grund überhaupt nicht so ein Ergebnis erreichen kann. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man dir das vorher ehrlich sagt, auch wenn du es vielleicht nicht hören möchtest. Denn wir haben häufig Patientinnen, die sagen einfach, ja, ja, ich will es aber einfach so haben. Und die Patientinnen erleben häufig ziemlich starke Enttäuschungen, weil sie dann zu jemandem gehen, der auch sagt, ja okay, kriege ich schon hin. Sie landen häufig im Ausland, wo dann sowieso die Kommunikationsbarriere, die Sprachbarriere da ist und haben dann im Endeffekt ein Ergebnis, mit dem sie sehr unglücklich sind, weil sie einfach zu ungeduldig waren oder weil sie was wollten, was sich gar nicht realisieren lassen hat. Grundsätzlich gibt es bei der Brustvergrößerung zwei Möglichkeiten. Es gibt das Brustimplantat, da haben wir hier mal so eins, es ist jetzt ein rundes Implantat. Das ist eine hervorragende, schon ganz, ganz lange bewährte Methode. Und die zweite Möglichkeit ist das Eigenfett. Das heißt, man saugt irgendwo Fett ab und bringt das in die Brust ein. Beide Methoden funktionieren sehr gut. Wir wenden auch beide Methoden sehr, sehr häufig an. Und es gibt aber ganz große Unterschiede und es gibt Patienten, für die ist das eine super und Patienten, für die ist das andere besser. Beim Eigenfett muss man grundsätzlich erstmal ganz ehrlich sagen, das, was man an Ergebnis erwarten kann, also die Möglichkeiten, wie viel man aufbauen kann,
sind begrenzter als beim Implantat. Man kann nicht so riesige Volumengewinne in einer Sitzung schaffen. Man kann aber auch noch eine zweite Sitzung dazu machen. Man hat aber den doppelten Effekt, dass die Figur gleichzeitig auch verbessert wird. Und was man auch machen kann, ist, dass man, wenn man zum Beispiel noch das Volumen ausgleichen möchte, weil die beiden Brüste nicht gleich sind, dann kann man das hervorragend mit Eigenfett machen und auch viel besser als mit einem Implantat. Und man kann auch an gezielten einzelnen Stellen, wenn jetzt zum Beispiel hier oder da noch ein bisschen Volumen fehlt und die Brust da ein bisschen flacher ist, kann man das auch gezielt mit dem Eigenfett punktuell noch ausgleichen. Man sieht das jetzt hier nochmal an unserer Simulation, dass eben die Gesamtfigur verbessert wird. Es geht also nicht nur um die Brust. Dadurch, dass jetzt zum Beispiel hier im Bauch und im Flankenbereich noch Fett abgesaugt worden ist, verbessert sich natürlich die Gesamterscheinung im Bikini. Und deswegen hat man einen riesigen Gewinn durch eine OP, praktisch zwei Ergebnisse. Aber das geht nicht bei allen Patientinnen, denn wenn die Brüste sehr, sehr klein sind und wenig eigenes Gewebe haben, dann kann die Brust das Fett nicht gut aufnehmen, weil zu wenig aufnehmendes Gewebe ist, um das neu hinzugefügte Gewebe aufzunehmen und anwachsen zu lassen. Und dann müsste man da in vielen einzelnen Schritten vorgehen, bis man das Gewebe aufgebaut hat. Und das wäre dann einfach unrealistisch. Und es ist auch schwierig bei Patientinnen, die so schlank sind, dass sie kaum Fett haben, was man absaugen kann. Dann ist das auch schwierig. Besonders beliebt ist es bei Patientinnen, die sagen, ich möchte auf keinen Fall einen Fremdkörper. Oder bei Patienten oder bei Patientinnen, wo es so ist, dass es ihnen mehr um die Figurformung geht und die Brust nur so eine kleine zweite Zusatzsache ist. Man sieht es hier nochmal mit dem Eigenfett, dass Tröpfchen für Tröpfchen eingepflanzt wird über eine kleine Kanüle. Deswegen entstehen auch praktisch keine Narben bei der Brustvergrößerung mit Eigenfett. Und man kann aber aus dem Grund auch nur eine gewisse Menge Fett aufbauen, denn man sieht, wenn man jetzt zu viel einspritzen würde, dann kommt das transplantierte Fett zusammen und das kann sich nicht gegenseitig ernähren und dadurch würde es dann absterben und abgebaut werden. Wenn man es aber so macht, dass man es vorsichtig einpflanzt und nicht zu viel Fett nimmt, dann wächst es dauerhaft an und bleibt auch dauerhaft. Aber jetzt kommen wir zum Hauptthema, zum Implantat, denn darum wird es dir wahrscheinlich am meisten gehen, wenn du das Video anschaust. Wenn du dich mehr für das Thema Brustvergrößerung mit Eigenfett interessierst, dann schau dir unsere Videos zu diesem Thema auch noch an. Brustimplantate gibt es schon seit vielen, vielen Jahren in unterschiedlichen Formen und Varianten. Das werde ich dir in diesem Video noch genau erklären, welche Implantate da jetzt besonders gut sind, welche Formen zu empfehlen sind. Und vor allem auch welche Arten von der Oberfläche. Bei Implantaten hat man eben im Gegensatz zum Eigenfett die Möglichkeit, wirklich in einem Schritt viel Volumen aufzubauen. Bei dieser Patientin jetzt hier ist so wenig Empfängergewebe da, dass man da mit Eigenfett auch gar nicht gut arbeiten könnte und auf keinen Fall so viel aufbauen könnte wie jetzt hier mit einem Implantat. Ganz, ganz wichtig ist hier, wie vorher schon gesagt, deine individuelle Situation. So wie dein Körper gebaut ist, wie deine Brust gebaut ist, das hat einen ganz entscheidenden Einfluss auf das Ergebnis. Es gibt Patientinnen, wo der Brustkorb ein bisschen eigenartig geformt ist, wo eine Trichterbrust vorliegt oder wo zum Beispiel die Rippen ein bisschen rausstehen. Das hat einen Einfluss darauf, dass wie der Brustkorb gewölbt ist, ob die Brüste eher nach außen stehen oder mehr nach innen zeigen. All die Sachen gehören zu dir und vor allem, ob die Brust sehr klein ist, ob die Brust ein bisschen spitzig nach vorne ist, das nennt sich auch tubuläre Brust, oder ob die Brust schon ein bisschen hängt, all das hat einen Einfluss darauf, was man wirklich dann machen muss, um dir das optimale Ergebnis zu geben. Ein wichtiger Punkt dabei ist der sogenannte Footprint, das ist die Umrandung von deiner Brust auf deinem Körper. Wenn der Footprint oval ist, dann hat das wieder einen Einfluss darauf, was für ein Implantat man optimalerweise aussucht. Es gibt grundsätzlich drei Varianten, wie die Brust geformt sein kann. Und zwar ist das einmal so, dass der sogenannte Footprint relativ groß ist. Das heißt, die Brust reicht relativ weit runter. Dann muss man einfach nur das Implantat unter die Brust runterlegen und man kriegt ein schönes Ergebnis. Wenn jetzt aber die Brust nach unten nicht so lang ist und man würde dann ein größeres Implantat reinlegen oder ein Implantat, was die entsprechende gewünschte Größe hat, dann hat man hier unten so eine kleine Einziehung, weil hier ja auch kein Gewebe war. Und das nennt sich Double Bubble und ist einfach eine Situation,
die nicht so schön ist, und das muss man vorher erkennen und entsprechende Maßnahmen ergreifen und manchmal dann doch zum etwas kleineren Implantat raten, um so eine Situation zu vermeiden. Die dritte Variante hier ist eine Brust, die einfach schon hängt. Und hier sieht man, alleine durch ein Implantat kann man eine wirklich hängende Brust definitiv nicht wieder aufrichten oder nicht straffen. Wenn man das Implantat dahinter macht, würde das hier passieren, und das ist kein Ergebnis, was du dir so wünschst. Hier ist nochmal ein Beispiel für die Bubble Bubble. Das heißt, die Brust ging eigentlich ursprünglich nur bis hier, und hier wurde jetzt ein größeres Implantat eingelegt, weil wahrscheinlich die Patientin gesagt hat, ich will schon gerne 350, meine Freundin hat das auch, das hören wir ganz häufig, dass einfach dann da mit Zahlen jongliert wird, und dann kann es sein, dass die Freundin aber einfach viel breiter war vom Körperbau und das gebraucht hat und dass die Patientin ganz zierlich ist, und wenn dann der Arzt da nicht vorsichtig ist und bremst, dann hat man schnell so eine Situation, zu großes Implantat reicht zu weit nach unten und man hat so eine Situation, die einfach nicht schön aussieht. Bei der Straffung ist es auch nochmal hier so, dass eben, wie vorher gesagt, das Implantat alleine nicht strafft. Man sieht es hier an dem Bild auch sehr schön, die Brust hängt immer noch runter, obwohl da jetzt ein Implantat reingekommen ist. Es ist einfach eine größere und hängende Brust. Auch was die Position auf dem Brustkorb von der Brust angeht, ist es so, dass die Ausgangssituation, deine Voraussetzung, sehr viel mit dem Ergebnis oder sehr stark das Ergebnis beeinflusst. Du siehst hier, die Brüste sind sehr eng beieinander und die werden auch mit Implantat enger beieinander bleiben. Hier zeigen die Brüste nach außen, es ist ein größerer Spalt dazwischen, und durch das Implantat kann man ja nicht die Brüste nehmen, abnehmen und an eine andere Position bringen. Man kann nur das Implantat hinter die Brust legen, und von daher werden auch diese Brüste nach der Operation etwas nach außen zeigen. Und das liegt nicht daran, dass der Arzt das nicht richtig gemacht hat, sondern es liegt daran, dass bei dieser Patientin die anatomischen Voraussetzungen einfach nichts anderes zulassen. Hier erkläre ich dir nochmal den anatomischen Aufbau von der Brust, damit du dir vorstellen kannst, wie die Operation durchgeführt wird. Und zwar, hier ist die Haut außen drauf, unter der Haut ist noch Unterhautfettgewebe, und in der Mitte von der Brust, einzeln verteilt, sind die Drüsenläppchen. Und die ganze Brust liegt hier auf dem Brustmuskel auf, und dahinter kommen dann die Rippen und dann irgendwo die Lunge dahinter. Und bei der Brustvergrößerung ist es jetzt so, dass ein Schnitt gemacht wird und dann wird einfach unter der Brust eine Tasche geschaffen. Das heißt, man löst das Gewebe hier innen und schafft eine Höhle, in der das Implantat eingebracht wird. Und dann wird das Implantat hier positioniert und danach wird es wieder zugenäht. Man kann das Implantat auf den Muskel oder unter den Muskel legen, aber in beiden Fällen wird die Brustdrüse nicht verändert, und deswegen ist auch Stillen nach der Brustvergrößerung immer ganz problemlos möglich. Die Zugänge, wie wir Chirurgen sagen, das heißt die Narben, von denen aus das Implantat eingebracht wird, da gibt es drei verschiedene Varianten. Und zwar, man kann an der Achselhöhle schneiden, um die Brustwarze und unter der Brust. Die beiden Stellen hier an der Achselhöhle und um die Brustwarze, die werden heutzutage nur noch sehr selten gemacht, denn die haben einen ganz großen Nachteil. Die haben den riesen Nachteil, dass an den Stellen auch sehr viele Drüsen in der Haut drin sind und dass über diese Drüsen sehr viele Bakterien schon direkt beim Reinschieben vom Implantat auf die Implantatoberfläche kommen, und dadurch kommt es häufiger zu Entzündungen oder zum Beispiel auch zu Kapselfibrosen. Was das ist, das erkläre ich dir später noch. Und deswegen weltweit die bevorzugte OP-Methode das Einbringen der Implantate über den Schnitt von unten. Es hat auch den riesigen Vorteil, dass man als Chirurg viel, viel genauer operieren kann, weil man ganz genau in der Tiefe sieht, wo man noch arbeitet, wo man Blutgefäße stillt. Man kann viel sauberer und schonender arbeiten und vor allem man kann das Implantat noch präziser positionieren. Die wichtige Entscheidung ist dann, ob man das Implantat auf den Muskel legt oder unter den Muskel. Das sind die zwei Wege, die es gibt. Und hier siehst du einmal ein anatomisches Bild, was passiert, wenn man das Implantat unter den Muskel legt. Man sieht hier schon, das Implantat ist gar nicht komplett vom Muskel bedeckt, es ist nur im oberen Bereich vom Muskel bedeckt. Und man nennt das auch teilsubmuskulär, also teilweise unter dem Muskel. Da gibt es noch verschiedene Varianten, die sich Dual Plane nennen. Das heißt, man kann den Muskel
mehr oder weniger stark von der Drüse lösen und dabei rutscht er mehr oder weniger stark nach oben und bedeckt mehr oder weniger vom Implantat. Wenn die Brustdrüse eher etwas eigenwillig geformt ist und man will die Brustdrüse noch verändern oder noch formen, dann kann es sinnvoll sein, sie weiter vom Muskel zu lösen. Hier siehst du einmal, wie das Ergebnis aussehen kann, wenn man ein sehr großes Implantat auf den Muskel legt. Dann kann man wirklich sehr eng auch bis zum Dekolleté gehen, weil kein Muskel im Weg ist. Denn du siehst es hier nochmal, der Muskel ist hier angewachsen und der limitiert natürlich die Position vom Implantat. Man kann die Brüste nicht noch weiter zusammenschieben, weil einfach der Muskel hier im Weg ist. Sonst müsste man ihn wegschneiden und dann wäre das Implantat nicht mehr unter dem Muskel. Bei dieser Patientin ist das Implantat unter den Muskel gelegt worden und man sieht, dass die Brüste ein bisschen weiter auseinander stehen. Aber die Lage unter dem Muskel hat sehr viele Vorteile und deswegen wird die heutzutage auch häufiger empfohlen. Denn wenn man das Implantat auf den Muskel legt, ist gerade hier im oberen Bereich, wo es wichtig ist im Dekolleté, dass es schön aussieht, sehr, sehr wenig Gewebe über dem Implantat. Und deswegen kann es sein, bei schlankeren Patienten, dass man den oberen Rand vom Implantat schon sieht, schon fühlen kann und es einfach von dem her kein schönes optisches Ergebnis gibt. Deswegen ist die Abdeckung durch den Muskel, hier reicht ein bisschen weiter runter, sehr, sehr wichtig, um das Implantat besser in der Tiefe abzudecken und zu polstern. Und ein weiterer Vorteil ist der, dass bei der Implantatlage unter dem Muskel auch das Risiko für eine Kapselfibrose deutlich kleiner ist. Du siehst es hier einmal, ein sogenanntes Rippling, bei einer Patientin, die Implantate auf dem Muskel hat, die sehr schlank ist, wo das Gewebe unter der Haut wirklich dünn ist. Und Implantate machen einfach immer solche kleine Fältchen auf der Oberfläche. Das lässt sich gar nicht verhindern. Auch wenn ich jetzt hier ein Implantat nehme und das so halte, dann siehst du, dass auch hier Falten entstehen. Und das ist was ganz Natürliches. Und durch die Abdeckung vom Muskel im oberen Bereich wird das verhindert oder versteckt. Wenn aber jetzt kein Muskel dazwischen ist, dann sieht man solche Fältchen, gerade bei schlanken Patienten. Und das kann auf Dauer Probleme machen. Wie gesagt, die Kapselfibrose ist ein weiteres Thema, was bei Implantaten, die auf dem Muskel liegen, häufiger vorkommt. Eine Kapselfibrose ist eine Verhärtung der Hülle um das Implantat im Körper drin. Das heißt, der Körper bildet wie eine Art Schutzhülle, die sogenannte Kapsel, um das Implantat. Und bei der Kapselfibrose verhärtet sich diese Hülle und schrumpft zusammen. Das hier ist die Hülle in Rot eingezeichnet. Und das Bild zeigt auch, dass das Schmerzen machen kann und auch Verformungen vom Implantat, die einfach nicht schön aussehen. Dann muss das Implantat mit der Hülle nochmal entfernt werden. Bei den Implantatformen gibt es unglaublich viele verschiedene Formen. Grundsätzlich unterscheidet man hier die runde Form von der tropfenförmigen Form. Das sind zwei verschiedene Implantate, deswegen haben sie auch eine unterschiedliche Farbe. Und diese beiden Formen unterteilt man aber nochmal in viele, viele Unterformen. Das heißt, es gibt flachere Implantate, es gibt größere Implantate vom Durchmesser, es gibt sogar querovale und längsovale Implantate. Also es gibt sehr, sehr viele verschiedene und die haben natürlich alle verschiedene Größen. Die Größe gibt man an in Gramm oder in Millilitern und die ist auch gleich in Gramm und in Millilitern. Das heißt, ein Gramm, ein Milliliter wiegt ein Gramm vom Silikongel, hat die gleiche Dichte wie Wasser. Zum anderen aber auch die Form. Man sieht es hier nochmal, dass bei den runden Implantaten das Dekolleté im oberen Bereich eher voller ist. Es sieht eher künstlicher aus, aber es macht eben ein volleres Dekolleté. Die anatomische Form sieht eher ein bisschen natürlicher aus vom oberen Bereich und wird deswegen von vielen Patientinnen bevorzugt. Es ist im Endeffekt also zu einem großen Teil eine Geschmacksfrage. Hier in der Simulation sieht man nochmal den Unterschied und man sieht hier rund, tropfenförmig. In der Realität ist der Unterschied dann gar nicht wirklich so groß. Das muss man sagen, es gibt gar nicht so große Unterschiede.
weil doch der Körper und der Muskel es in eine gewisse Form bringt, die auch durch die Implantatform nicht so stark beeinflusst werden kann. Wie groß soll denn jetzt nun dein Implantat sein? Was für ein Ergebnis wünschst du dir? Das Implantat zum Beispiel hier hat 300 Gramm. Das ist so die durchschnittliche Implantatgröße, die wir bei uns in der Klinik einsetzen. Die Patientin hier hat jetzt wahrscheinlich eher 400 Gramm, 450 oder sogar 500 Gramm Implantate. Und die Größe hängt davon ab, einmal wie groß der Durchmesser des Implantats ist und wie groß die Höhe des Implantates ist. Das heißt, so ein Implantat kann einfach breiter werden und es kann auch höher werden. Wenn es zu hoch wird, steht es vor und es gibt eine spitzige Brustform. Und wenn es zu breit wird, dann passt das einfach nicht mehr zur Anatomie der Patientin. Deswegen ist die Größe. Kann nicht zu große Brustimplantate verwenden. Man sieht es hier nochmal sehr schön am anatomischen Bild, dass die Größe im Endeffekt durch die Anatomie vorgegeben ist. Hier könnte man kein breiteres Implantat nehmen, sonst würde es den Arm stören und an der Achsel zu weit zur Seite gehen. Das heißt, wenn man es größer haben möchte, kann man noch ein bisschen was in der Form nach vorne machen. Wenn das Implantat allerdings zu breit wird, dann stört es hier den Arm bei Armbewegungen und das ist dann auch nichts, was man sich wünschen würde. Größere Implantate sind auch schwerer, denn wie gesagt, Silikon hat die gleiche Dichte wie Wasser und so ein Implantat, das wiegt schon was, 300 Gramm für 300 Milliliter, das ist schon ein Gewicht, was man auch spürt und deswegen sollte man die Implantate auch nicht zu groß wählen. Das Implantat selber besteht aus einer Silikonhülle, das siehst du hier im Schnittbild, und aus einer Füllung aus Silikongel. Das Silikongel verhält sich so ein bisschen wie ein Gummibärchen. Das heißt, ein Gummibärchen kannst du auch durchschneiden und trotzdem läuft nichts aus. Und so ist es mit dem Silikonimplantat auch. Deswegen muss man auch keine zu große Angst haben, falls ein Implantat doch mal beschädigt sein sollte. Es fließt nichts aus, was in den Körper gelangen kann. Deswegen passiert dann in so einem Fall auch nichts. Bei der Hülle gibt es eben viele verschiedene Oberflächen, viele verschiedene Beschichtungen und bei der Füllung gibt es Silikone, die verschieden fest sind. Es gibt verschiedene starke Vernetzungen vom Silikon und dadurch fassen sich dann diese Implantate an manche Implantate fester an, manche sind weicher. Bei der Implantathülle gibt es verschiedene Stärken von den Hüllen, die auch wieder einen Einfluss haben auf die Festigkeit. Implantate, die nur mit Kochsalzlösung gefüllt werden, verwendet man in Europa heutzutage praktisch gar nicht mehr. Sie haben den großen Nachteil, dass die Kochsalzlösung mit der Zeit resorbiert wird und dadurch die Implantate schrumpfen. Und zum anderen haben sie sehr, sehr wenig Formgebung, weil sie insgesamt gar keine Stabilität aufweisen. Die Oberfläche der Implantate besteht in der Regel aus Silikon. Es gibt glattere und es gibt rauere Implantate. Im Laufe der Jahre hat sich aber gezeigt, dass der Wunsch, den man hatte mit der Aufrauung der Oberfläche, sich nicht ganz bestätigt hatte. Denn man hat sich erhofft, dass durch eine rauere Oberfläche zum einen das Verhalten, wie die Implantate sich einwachsen, verbessert und zum anderen hat man auch gehofft, dass es weniger Kapselfibrosen gibt. Beides hat sich nicht so sehr stark bewahrheitet. Implantate, auch mit einer rauen Silikonoberfläche, sind im Körper immer innen drin immer noch so glitschig. Stell es dir vor, als wenn du einen mit Wasser gefüllten Luftballon fangen wolltest und deine Hände sind mit Seife eingecremt und der Ballon selber ist auch mit Seife beschichtet und es ist so flutschig, du kannst es nicht fangen. Genau das ist das Problem bei herkömmlichen Silikonimplantaten, dass sie vom Körper nicht gegriffen werden können und langsam unkontrolliert nach unten absacken oder sich drehen können. Und das sind Situationen, die wir nicht so gern haben. Und deswegen sind wir große Fans der Polyurethanoberfläche. Solche Implantate, die sind außen mit einem Schaumstoff beschichtet. Und diese Beschichtung aus Polyurethanschaum, die erlaubt es, dem körpereigenen Gewebe sich schnell festzusetzen am Implantat und hineinzuwachsen und dadurch das Implantat sehr, sehr schnell zu stabilisieren und an Ort und Stelle zu behalten. Und dann passiert es praktisch nicht mehr, dass die Implantate mit der Zeit absinken
oder dass die Implantate sich drehen oder zur Seite wandern. Das ist ein riesen Vorteil. Und der zweite große Vorteil ist, dass bei Polyurethanimplantaten auch das Kapselfibrose-Risiko deutlich kleiner ist. Man sieht es hier nochmal im Bild, also das Absinken vom Implantat unter der Brust ist damit praktisch verhindert, schon vom ersten Tag an. Deswegen muss man bei der Operation auch sehr genau auf die Platzierung des Implantats achten. Da setzt man die Patienten nochmal auf und schaut dann, dass das perfekt positioniert ist. Und dann lässt man es auch so und das Implantat kann genau an der Stelle bleiben. Und das zweite ist eben die Kapselfibrose. Hier sieht man nochmal eine Patientin, die beides hat. Sie hat ein abgesunkenes Implantat, was auch eine Kapselfibrose entwickelt hat. Und du siehst hier schon auf dem Bild, das sieht nicht schön aus. Und das Schlimmste ist, dass eben das Absinken oft auf beiden Seiten gar nicht mal gleich ist und es dadurch zu einer Asymmetrie kommt. Und das ist für uns der Grund, warum wir auf die Polyurethan-Implantate schwören, weil sie die Implantate viel besser an Ort und Stelle halten. Kapselfibrose siehst du hier nochmal im Beispiel, die deformierte Brust, die einfach so zusammengeschrumpft ist. Das ist die Kapsel, die verdickte Kapsel, die da ist. Und auch das wollen wir verhindern und verhindern wir auch in den allermeisten Fällen, indem wir solche Polyurethan-Implantate verwenden. Hierbei kommen wir auch direkt zu dem Thema Risiken. Denn Brustimplantate haben natürlich, wie jeder andere operative Eingriff, auch Risiken, die sie mit sich bringen. Und die möchte ich dir jetzt gerne der Reihe nach erklären, dass du auch weißt, was an Risiken mit der Operation verbunden ist. Das eine ist die Kapselfibrose, die haben wir schon erklärt. Die wird durch viele Faktoren beeinflusst. Neben Veranlagungsfaktoren, die einfach genetisch da sind und die man auch nicht beeinflussen kann, ist es wichtig, dass die Operation extrem steril durchgeführt wird. Das heißt, der Operationsraum muss spezielle Reinluftfilter haben, damit keine Bakterien über die Luft reinkommen. Dann werden heutzutage direkt vor dem Einbringen vom Implantat nochmal die Handschuhe vom Chirurgen gewechselt. Es wird nochmal eine Hülle verwendet, mit der das Implantat reingesetzt wird. Die Wundhöhle wird nochmal ganz genau gespült mit antibiotischen Lösungen, um überall die letzte Bakterie auch noch auszumerzen und um dann einen besseren Schutz vor Kapselfibrose zu haben. Und eben die Implantatoberfläche spielt dabei eine ganz, ganz große Rolle. Deswegen, wie gesagt, sind wir Fans von der Polyurethanoberfläche. BIA-ACL ist eine ganz bestimmte Krebsform, die in der Kapsel um Brustimplantate entsteht. Es ist eine sehr, sehr seltene Erkrankung und auch eine Erkrankung, die man sehr gut heilen kann. Man muss sie einfach nur entdecken. Seit aber bekannt ist, dass es diese Erkrankung gibt, weiß man, dass man darauf achtet und wenn bei Brustimplantaten nach Jahren eine Schwellung auftritt, weiß man, dass man direkt darauf achten muss. Dann kann man das Implantat rausnehmen mit der Kapsel und die Patientin ist auch geheilt. Die Häufigkeit liegt zwischen 1 zu 3000 und 1 zu 30.000. Also ist sehr, sehr selten, wenn man bedenkt, dass normaler Brustkrebs bei jeder sechsten Patientin auftritt. Und da sieht man schon, wie selten diese Erkrankung ist. Und es ist deswegen kein Grund, keine Brustimplantate machen zu lassen. Bei jeder Operation gibt es Risiken wie Entzündungen, die normalen OP-Risiken mit Thrombose, Embolie, mit Blutungen, mit Wundheilungsstörungen. Und natürlich ist bei jedem schönheitschirurgischen Eingriff immer das Ergebnis ganz, ganz wichtig. Das heißt, man muss darüber sprechen, was ist realistisch möglich und was kann passieren, was das Ergebnis beeinträchtigen könnte. Das Absinken der Implantate, darüber haben wir gesprochen, dass wir das mit der Auswahl der richtigen Implantate auf jeden Fall verhindern wollen. Und dann ist es noch die Narbe, die sich unterschiedlich entwickeln kann, auch je nach Veranlagung. Da ist also nicht nur das Nähen, die Art, wie genäht wird, wichtig, sondern auch, was für eine Veranlagung dann du oder die entsprechende Patientin mitbringt. Implantate müssen nach 10 Jahren nicht mehr ausgetauscht werden. Das ist eine alte Geschichte. Das ist früher immer wieder behauptet worden, aber heutzutage mit den neuen Implantaten weiß man, man kann sie einfach drin lassen, solange man möchte. Aber es kann Situationen geben, wie eine Kapselfibrose zum Beispiel, die einen dazu zwingt, die Implantate doch zu entfernen oder auszutauschen. Auf diesem Bild habe ich extra eine Narbe gezeigt, die jetzt nicht so herausragend gut ist, die ein kleines bisschen breiter ist, um zu zeigen, dass die Narben auch nicht immer perfekt sein müssen. Das hängt sehr viel davon ab, wie es bei dir verheilt, was dein Körper aus der Verletzung sozusagen macht. Und deswegen muss man ehrlich wissen, die Narbe kann sichtbar bleiben, eine Narbe ist immer sichtbar. Aber die Narbe stört in der Regel überhaupt nicht, sie ist unter der Brust und deswegen
sollte man sich von der Narbe wirklich nicht abhalten lassen, die Brustvergrößerung durchführen zu lassen. Und auch da ist es so, die Narbe ist viel besser versteckt, als wenn sie um die Brustwarze drumherum wäre. Wenn denn dort ein bisschen eine breitere Narbe entsteht, dann ist es wirklich sehr auffällig. Nun kommen wir zum nächsten Thema, was einfach für viele Patientinnen sehr wichtig ist und wovor viele sehr viel Angst haben. Das ist die Narkose. In Wirklichkeit ist die Narkose dann aber im Nachhinein für alle immer total easy und entspannt gewesen. Alle Patientinnen berichten uns nach der Narkose: Ich bin so locker eingeschlafen, habe nichts mitbekommen, bin schnell aufgewacht und war wieder fit und mir ging es danach gut. Und so ist es auch in Wirklichkeit. Die modernen Narkoseverfahren sind so viel entspannter, sicherer und vor allem schonender für den Körper, dass man dafür wirklich keine Angst haben muss. Wir führen bei uns in der Klinik sehr, sehr häufig Narkosen bei Kindern durch, die Angst vor dem Zahnarzt haben. Und da ist einfach auch die Narkose die sicherste Variante, um das Kind ohne Trauma und entspannt behandeln zu lassen. Die OP-Dauer liegt bei etwa 1,5 Stunden. Das kommt darauf an, was für eine Situation da ist, wie es mit den Implantaten ist. Bei den Polyurethan-Implantaten ist die Narkosezeit etwas länger, weil man noch sorgfältiger die Implantate platziert. Man setzt die Patientin zwischendrin in der Narkose auf, um zu kontrollieren, dass die Implantate wirklich perfekt an der richtigen Stelle sitzen, weil sie dort ja auch bleiben. Wir empfehlen auf jeden Fall, nach der Brustvergrößerung eine Nacht in der Klinik zu verbringen. Woher kommt das? Das kommt daher, dass es auch mal eine Nachblutung geben kann. Das heißt, es kann sein, dass ein bisschen ein Bluterguss entsteht und wenn du dann in der Klinik bist, kann man das sofort behandeln. Und es ist auch so, dass du einfach nach einer Brustvergrößerung noch ein bisschen Pflege brauchst. Es kann ein bisschen wehtun, es kann sein, dass du einfach noch ein bisschen bemuttert werden musst, noch verwöhnt werden musst und das ist auch gut so, denn zu Hause ist man dann doch ein bisschen alleingelassen, weiß nicht immer, wie man sich verhalten soll. Deswegen lass dich einfach in der Klinik nochmal pflegen bis zum nächsten Tag und dann kannst du entspannt nach Hause gehen. Die Schmerzen nach so einer Brustvergrößerung sind verrückterweise gar nicht so schlimm. Und das liegt an einer Besonderheit, nämlich hier an unserem besonderen Gel, an unserem magischen Gel, was bei dem Einbringen von Polyurethan-Implantaten immer verwendet wird. Das Gel hat nämlich auch ein Betäubungsmittel in sich drin und dadurch wird um das Implantat drumherum schon ein Reservoir geschaffen mit einem Schmerzmittel und dadurch spüren die Patientinnen nach dem Aufwachen praktisch gar keine Schmerzen. Das ist sehr, sehr schön. Und dann nach 1-2 Tagen kommen doch so leichte Schmerzen dazu. Die sind einfach wie ein starker Muskelkater, manchmal noch ein bisschen heftiger. Aber mit entsprechenden Schmerztabletten ist das gar kein Problem, die zu bekämpfen und loszuwerden. Und dann nach einer Woche ist meistens schon alles wieder völlig in Ordnung. Drainagen verwenden wir in der Regel nicht mehr. Es ist so, dass bei manchen Patientinnen doch das Blut ein bisschen dünnflüssiger ist und nicht so schnell gerinnt. Und wenn wir das bei der Operation merken, dann können wir ausnahmsweise doch mal eine Drainage einlegen, weil es dann einfach sicherer für die Patientin ist und besser ist, wenn man das Blut, was noch entsteht, auch abfließen lässt, als dass es in der Brust drin bleibt und dann einfach die Wundheilung verzögern würde. Wenn, dann verwenden wir ganz, ganz weiche und glatte Drainagen aus Silikon, die man auch ganz leicht wieder entfernen kann und die man beim Entfernen kaum spürt. Den Stütz-BH bekommst du natürlich auch dann von uns in der Klinik. Und bei den Polyurethan-Implantaten ist auch hier wieder eine Besonderheit, weil die Implantate so gut an Ort und Stelle bleiben, muss man den Stütz-BH nicht so akkurat tragen. Er muss nicht so fest stützen und man braucht auch keinen Stuttgarter Gürtel. Du kennst das, das ist ein Gürtel so ober der Brust, der die Implantate nochmal an Ort und Stelle halten muss. Das ist alles bei den Polyurethan-Implantaten viel lockerer und es reicht auch, den Stütz-BH für 3 Wochen zu tragen. Das Bild hier symbolisiert Lebensfreude durch das Ergebnis. Dann ist es so, unsere Erfahrung in der Klinik ist es, die Patientinnen sind wirklich glücklich danach und haben Lebensfreude, denn es ist einfach so ein lang ersehnter Wunsch. Viele Patientinnen haben wirklich Jahre überlegt, bis sie sich getraut haben und den Schritt gewagt haben, die Operation durchführen zu lassen. Und es ist einfach eine OP, die, wenn sie gut geplant ist, wenn sie seriös geplant ist und seriös durchgeführt wird, sehr viel Lebensqualität bringen kann. Stillen, das haben wir schon besprochen, kannst du auf jeden Fall nach einer Brustvergrößerung noch, weil die Brustdrüse nicht in irgendeiner Art und Weise beeinflusst wird. Und die Implantate sind auch sehr stabil und können auch für lange Zeit, wenn nicht sogar lebenslang, darin bleiben. Wenn sogar ein Implantat mal einen Riss kriegen sollte, das haben wir auch schon genannt, dann ist das kein Drama, dann kann das Implantat wieder ausgetauscht werden, ist aber wirklich sehr, sehr, sehr selten.
Eine wichtige Frage ist, wann kann ich wieder? Und da geht es um Themen gesellschaftsfähig sein, arbeiten, Sex haben, duschen, in die Sauna gehen, wann sind die Nachkontrollen, wann kann ich in den Urlaub wieder gehen und wann kann ich wieder auf dem Bauch schlafen. Das Ganze würde den Rahmen des Videos jetzt ein bisschen sprengen, alles zu besprechen, aber es ist so, in den ersten 2 Wochen, das ist die Hauptheilungsphase und danach ist das meiste eigentlich schon wieder in Ordnung und kann nicht mehr viel passieren. Wichtig ist, dass die Wunde gut verheilt und natürlich mit Sportarten, die besonders jetzt die Oberkörpermuskeln beeinträchtigen, da solltest du schon 6 oder 8 Wochen warten. Das hängt aber auch von deiner individuellen Situation ab. Der ganze Verlauf ist hier nochmal kurz zusammengefasst und ich habe das hier in so einer Kurve eingezeichnet und da siehst du auch schon, dass die Hauptheilungsphase hier in den ersten 2 Wochen stattfindet. Fliegen kannst du theoretisch nach 1 Woche schon wieder, aber Sachen wie Badeurlaub oder Sport, damit solltest du so etwa 4 bis 6 Wochen warten, mit der Sauna etwa 8 Wochen und auch mit Solarium, weil dadurch die Narbe sich braun verfärben könnte. Jetzt kommen wir zu meiner versprochenen Checkliste. Und zwar darin geht es um die Themen, wohin kann ich mich wenden, wem kann ich vertrauen, zu welcher Klinik soll ich gehen, zu welchem Arzt. Es geht um die Themen Beratung, Verständigung, eben wie ist es mit der Kommunikation, worauf muss ich achten und was ist es genau mit der Qualität, was hat es damit auf sich und auch wie soll kommuniziert werden zwischen dem Arzt und dem Patienten. Und auch wie natürlich, wie ist die Klinik erreichbar. Ich habe das Ganze aufgeteilt in einmal Checkliste Arzt. Das heißt, wie gut ist der Arzt für dich geeignet und da achte besonders auf die Sympathie. Das ist so wichtig. Schau einfach, ob du ganz offen mit ihm sprechen kannst, ob er sich Zeit nimmt und ob du eben mit ihm ohne Barriere kommunizieren kannst. Sprachbarrieren sind immer ganz, ganz schwierig, weil das Thema Brustvergrößerung, das hast du jetzt gerade gemerkt in dem Video, ist doch relativ komplex und nicht so einfach. Und deswegen ist es extrem wichtig, dass du mit dem Arzt auf Augenhöhe in einer Sprache sprechen kannst. Und das über einen Dolmetscher ist schon extrem schwierig bis nicht unmöglich. Und wir haben immer wieder Patientinnen, die uns erzählt haben, dass wenn die Kommunikation über einen Dolmetscher lief, dass dann wirklich riesige Missverständnisse aufgetreten sind, die dazu geführt haben, dass die komplett falsche Implantatgröße eingesetzt worden ist oder ganz andere Implantate oder. Wichtig ist auch, dass du natürlich darauf achtest, dass es sich um einen ausgebildeten und erfahrenen Facharzt handelt, der die OP schon viele, viele Male durchgeführt hat. Da reichen keine 10 Mal, sondern das muss wirklich viel, viel häufiger sein, damit man richtig routiniert wird. Das siehst du auch an Empfehlungen, an Bewertungen. Persönliche Empfehlungen sind natürlich am allerbesten. Und du merkst auch an der Reaktion auf kritische Fragen, wie offen der Arzt ist und wie er reagiert, wenn irgendwas mal nicht so ist, wie es geplant ist. Und deswegen frag ruhig mal kritisch nach, fühl ein bisschen auf dem Zahn, damit du spürst, ob auch dann, wenn es brenzlig wird, immer noch das Vertrauen da ist. Bei der Klinik ist es so, eine ganz wichtige Sache ist der Fahrtweg. Denn auch 2 Wochen nach der OP, auch 3 Wochen nach der OP können Sachen auftreten, wie nochmal eine Schwellung, eine Wundheilungsstörung oder andere Sachen, die dann, wenn du die Klinik gut erreichen kannst, mit dem Auto schnell zu beheben sind. Aber wenn die Klinik weiter weg ist, in Tschechien oder in Ungarn oder irgendwo, dann wird es häufig so sein, dass du dann doch nicht schnell hingehen kannst und dann ist die Katastrophe eigentlich schon vorprogrammiert. Die Klinik sollte auch eine Zulassung haben, dass die Klinik am besten auch mit der Praxis verbunden ist. Das heißt, es sollte eine Einheit sein, sodass der Arzt nicht in seiner Praxis die Nachkontrollen macht und in der Klinik operiert. Das macht es schon mal deutlich komplizierter. Und schau dir das Team ganz genau an. Schau dir die Fürsorge an und schau dir, wie sie auch vom Service mit dir umgehen. Das heißt, wie werden die E-Mails beantwortet? Wie schnell kriegst du jemand ans Telefon? Und in der Klinik sind natürlich die Räumlichkeiten sehr wichtig. Wie sauber ist es? Wie ist die Ausstattung? Schau dir ruhig den OP an oder lass ihn dir zeigen. Wie ist die ganze Ausstattung? Ist das topmodern? Ist da alles auf dem neuesten Stand? Bewertungen sind da auch sehr, sehr hilfreich dabei. Hier ist nochmal so ein Beispiel, wo was schiefgelaufen ist. Eine Patientin, die sich im osteuropäischen Ausland operieren lassen hat und einfach danach gemerkt hat, es gibt Probleme, es war eine Schwellung da und sie hat aber keinen Ansprechpartner gehabt, hat es rausgezögert und abgewartet und dann kam es nachher hier zu einer Öffnung der Wunde und
Es sind Bakterien reingekommen, das Implantat hat sich entzündet, musste wieder entfernt werden und sie war wieder ganz am Anfang und das Ganze wurde natürlich noch aufwendiger und komplizierter und dadurch noch teurer. Und das kann man vermeiden, wenn man sich einfach irgendwo behandeln lässt, wo man direkt hinfahren kann, wenn irgendwas sein sollte, denn das ist einfach ganz, ganz wichtig für die gute Nachsorge. Viele Patientinnen berichten uns, dass sie so eine große Hürde haben. Eine Sache, die sie überspringen müssen, damit sie sich trauen, die OP durchführen zu lassen. Das kann, wie vorher schon angesprochen, die Narkose sein, das können die Kosten sein, das können manchmal auch Familienangehörige sein, die da ein bisschen bremsen, vorsichtig sind oder Angst haben um die Patientin. Und es kann auch das Umfeld sein, wie der Hausarzt, Freundinnen, die einfach da zur Vorsicht mahnen oder einfach Unsicherheiten, wer ist der richtige Arzt, was sind die Risiken dabei. Die Themen, die sind sehr, sehr wichtig, deswegen kümmere dich gut darum, sprich deine Sorgen offen aus bei der Beratung, damit die Sachen einfach angesprochen werden können und ausdiskutiert werden können und bring auch ruhig deinen Ehemann, deinen Freund, deine Schwester, deine Mutter mit zur Beratung, damit man das zu 40 anhören kann, den vier Ohren, die hören viel mehr als nur zwei und so könnt ihr danach noch diskutieren und gemeinsam die einzelnen Sachen nochmal aussprechen miteinander. Wann der richtige Zeitpunkt für die Operation ist, das ist eigentlich völlig egal. Ob im Winter oder im Sommer, plan es einfach so, wie es für dich in deinen Terminkalender, in deinen Urlaubsplan reinpasst. Denn von der Wundheilung her macht es keinen Unterschied, ob die OP im Sommer oder im Winter durchgeführt wird. Unsere Message von der Doro-Klinik ist, du hast es schon mitbekommen, trau dich, es ist eine wirklich schöne Sache, eine lohnenswerte Sache und lass dich gut beraten, überleg dir einfach, was ist für dich das Richtige, welche Implantatform, ist es vielleicht doch Eigenfett oder sind es Implantate und wo ist die richtige Klinik, wo du dich operieren lassen kannst. Wenn du noch mehr Fragen dazu hast, noch mehr Interesse hast, schau dir ruhig mal unsere Stories an von Patienten, die sich operieren lassen haben, die alles zeigen und darüber berichten, wie die einzelnen Schritte waren. Schau auf unserer Internetseite nach und lass dich einfach seriös beraten. Ganz liebe Grüße von mir aus der Doro-Klinik. Bis zum nächsten Video. Tschüss.